Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Heidi, und heute bin ich irgendwie im Bastelfieber. In den nächsten Tagen wird's bei mir auch knapp, aber ich versuche natürlich vor meinem Urlaub, weil ich habe bald Urlaub in 2 Wochen, so viel wie möglich noch mit euch zu basteln. Und heute habe ich mir noch diese Karte überlegt und die basteln wir jetzt wieder zusammen. Schaut mal, so sieht die aus. Ich stelle die mal hier rüber und wir fangen wieder an. Wir fangen wieder an mit dem Grundweiß. Ihr sucht euch natürlich Farben aus und Stempel aus und Stanzen aus, die ihr habt. Für euch dient das Ganze nur wieder als Inspiration. Also, ich nehme natürlich wieder Grundweiß. Und da brauchen wir wieder 21. Und wieder habe ich mein Mikrofon vergessen. Aber das mache ich jetzt wieder dran. Irgendwas vergesse ich immer, aber okay. Ich wackele jetzt wieder ein bisschen, stecke das eben ein. Und jetzt müsst ihr schon wieder lauter verstehen. So, also. Grundkarte. 21 mal 14. Ein DIN A4 Papier. Das ist oben an der kurzen Seite 21 breit. Und wir schneiden es bei 14 ab. Und dann falzen wir das Ganze bei 10,5 cm. So, legen wir hier rüber. Und dann brauchen wir unseren Aufleger, wie immer, 13,5 mal 10. Also 13,5 mal 10. Und schon haben wir unseren Aufleger, Schneide- und Falzbrett weg. Ich lege das mal eben hier rüber. So. Jetzt falzen wir eben wieder unsere Grundkarte. Wo habe ich mein Falzbein? Muss ich mal gerade schauen, das habe ich hier. Ich hole euch mal etwas so. Und die falzen wir schon mal wieder durch. Grundkarte, Aufleger. So, als erstes, was ich jetzt mache, wir stanzen. Ich habe euch diese Stanze ja schon vorgestellt. Die brauchen wir. Dann die Kreisstanze, die wir auch im letzten Video verwendet haben. Dann die Blätter, die haben wir auch verwendet. Und dann noch so eine Runde, die müsst ihr, oder Ovale, die müsst ihr nicht nehmen. Ihr könnt eine quadratische nehmen, eine ganz runde, was ihr halt zur Hand habt. Und dann habe ich dieses Stempelset. Und dieses Stempelset, das habe ich auch bei Shein gekauft. Und dann nehmen wir diesen Vogel raus. Und den werde ich mir jetzt erstmal auf ein Stück Restepapier draufstanzen. Den mache ich jetzt hier drauf. Nehme mir das schwarze Stempelkissen. Und stempel mir den hier rein. Wer jetzt noch Lust hat, der kann den natürlich auch noch kolorieren. Das mache ich jetzt nicht. Ich möchte den gerne so haben. Und der Vogel sieht dann so aus. Gut. Das hier wieder zu. Und dann machen wir noch eben unseren Stempel sauber. Ich habe jetzt das Fenster offen gelassen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut für euch. So. Und dann reinige ich den eben und lasse den trocknen. So. Ihr Lieben, jetzt stanzen wir. Ich brauche meine Stanze wieder. Oh, ich muss sie höher holen, sonst habe ich keinen Platz. So, entschuldigt. Und wir stanzen. Als erstes stanzen wir alles, was grün ist. Und da habe ich dieses Grüne. Das ist aus einem, also das Designerpapier, das ist aus einem Actionblock. Da lege ich mir jetzt erstmal diese Stanze drauf. Und dann
die beiden Blätter. Ihr nehmt Blätter und Zweige, was ihr habt. So. Dann lege ich mir noch, was ich eben machen wollte. Ich lege mir wieder hier ein Stück über die Blätter, ein Stück zusätzliches Papier und stanze das Ganze aus. So, jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Einmal die Blätter, die kleinen Blätter und ich hoffe, das ist was geworden, die großen. Schauen wir mal, ob die richtig rausgegangen sind. Nicht so wirklich. Nee, nicht so wirklich. Also die muss ich nochmal machen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das nochmal auf dieses Grüne drauf kriege. Weil ich glaube, ich habe davon nichts mehr. Schaue ich mal kurz hier und in meine Restetasche, ob ich da noch was Grünes habe. Hier habe ich nochmal. Mal gucken, ob das noch ausreicht. Das nehme ich mal gerade weg. Das auch. Jo, das reicht aus. Und ich lege mir wieder Papier dazwischen. Auch da nehme ich jetzt mal so ein Restestück. Ihr seht, ich bin wieder total vorbereitet, also nicht. Legt mir nochmal das da drüber und stanze es nochmal durch. Jetzt müsste es eigentlich durch sein. Wir schauen mal. Das sieht gut aus. So, das machen wir gleich raus. Jetzt machen wir als erstes mal mit dem Piekser die Blätter hier raus, weil die brauche ich noch in Weiß. So, zeige euch das gleich nochmal. Das machen wir jetzt eben hier raus. Wie gesagt, ich brauche auch die nochmal in Weiß. Und dazu muss ich das hier erst alles rausmachen. Und die kleine brauche ich auch nochmal. Und das drücke ich mal eben auch noch aus. Und wir machen das Ganze noch in Weiß. Da brauche ich wieder ein Stück Restepapier. Schauen wir mal, wo ich was habe. Das ist jetzt ein ganz anderes. Aber okay, das können wir auch nehmen. Dazu nehme ich diese runde Stanze. Und natürlich wieder die beiden Blätter. Einmal, und wo habe ich das kleine hin? Hier ist das. So, mach wieder mein Sandwich, lege wieder mein Papier drüber und stanze das Ganze aus. Schauen wir mal, ob das reicht. Bei der auf jeden Fall. Ich finde die einfach genial, diese Stanze. Ich habe euch im letzten Video so eine Alternative von dieser Stanze reingemacht. So,
Dann brauchen wir unsere Blätter. Das machen wir gleich raus, weil wir müssen noch einen Teil dem Vogel ausstanzen. Das legen wir auch mal auf die Seite. So, mache ich mir eben das Papier ab. Jetzt nehmen wir unseren Vogel. Das lege ich nochmal drauf. Jetzt habt ihr sehr viel die Big Shot drin, aber ich mache sie gleich weg. So, und da stanze ich mit dieser ovalen Stanze. Schauen wir mal, dass ich den Vogel auch da richtig reinkriege. So. Man könnte das jetzt mit Washi-Tape fixieren. Wenn es nicht wird, dann müssen wir halt nochmal stempeln. Ich schau mal, ob das jetzt was wird. Ja, schaut mal, so sieht der Vogel aus. Niedlich, gell? So, jetzt mache ich auch meine Big Shot wieder weg, damit ihr nicht immer nur hier die Big Shot seht. Und wir machen weiter an unserer Karte. Big Shot hier runter. Ich hole euch wieder tiefer. Und jetzt geht's weiter. So, jetzt haben wir das grüne Blatt. Wir haben das Vögelchen. Wir haben die runde Kreis. Stanze genommen. Jetzt müssen wir hier erstmal die Blätter noch befreien vom Papier. Moment. So ist, glaube ich, besser. Genau. Das machen wir noch raus. Mache ich das mal rüber. Dann haben wir noch hier das grüne Blatt, das kleine noch mal in weiß. Und das befreien wir jetzt auch noch mal von dem Papier. Und hier. So. Und dann nehmen wir noch hier diese Stanze einmal das einmal das ganz lange und noch mal ein kurzes. Gut, das lege ich alles zur Seite. Dann fangen wir an. Wir nehmen unseren Aufleger. Ich hole euch mal größer. Hier seht ihr auch wieder mein Chaos. Und ich fange an, diese runde Stanze hier jetzt wieder drauf zu kleben. Ich nehme mir wieder diesen Flüssigkleber. Mache mir wieder punktmäßig den Kleber hier dran. Hier etwas Platz schaffen. Eigentlich suche ich jetzt hier meine Pinzette. Hier ist sie auch. Die ist total dreckig. Die muss ich nachher mal reinnehmen. Und dann
klebe ich mir hier erstmal den Kreis wieder auf. So, bevor ich weitermache, klebe ich mir jetzt den Aufleger auf die Karte drauf, nehme wieder den Fotokleber und klebe mir den hier so drauf. Und so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Dann nehme ich mir mein Vögelchen, nehme mir wieder so 3D-Punkte, klebe mir die in die Mitte rein. So. Mach mir die Folie davon ab. Klebe mir das ungefähr hier so rein. Und das haben wir jetzt erstmal. Dann nehme ich mir die lange Stanze und die werde ich gleich dann hier drüber schieben und mache mir erstmal da Kleber dran. Auch wieder punktmäßig. Es reicht vollkommen aus. Und schiebe mir die hier so drunter und drücke mir das Ganze dann an. Dann nehme ich mir die grünen Blätter als erstes. Wieder punktmäßig Kleber dran machen. Nehme das auch wieder an. Ihr müsstet jetzt auch kein Vögelchen nehmen, ihr könntet jetzt auch einen Schmetterling drauf machen. Oder auch jedes andere Motiv. So, dann nehme ich diese und schiebe die mir jetzt mal. Muss ja nicht alles gleich aussehen. Schauen wir mal, was mir jetzt so gefällt. Die schiebe ich jetzt hier drunter. Oder? Schau gerade mal. Nee, die schiebe ich mir jetzt so da oben hin. Das gefällt mir jetzt mal besser. Wieder punktmäßig dran. Und die schiebe ich mir jetzt hier drunter. Dann haben wir nochmal, hier liegt noch was drauf, und das mache ich mir jetzt hier drunter, wieder Kleber dran. Und hier drunter schieben. Anziehen lassen. Jetzt können wir hier auch bei diese schon mal gehen. Jetzt habe ich die weißen. Das schiebe ich mir jetzt gleich hier so drunter. Im Prinzip ist ja jede Karte ein Einzelstück, auch wenn man sie so ähnlich wieder nachmachen möchte. So.
Dann nehmen wir das Blatt und schieben das hier so rein. Und bis jetzt sieht die Karte so aus. Dann haben wir hier, habe ich bei dir nicht, habe ich noch mal so ein grünes. Das mache ich mir jetzt hier noch hin. Ihr seht, eine schlichte, schnelle Karte. Das schiebe ich mir jetzt hier noch so rein. Und dann haben wir das Weiße noch. Jetzt überlege ich, das mache ich mir hier oben hin. Das Ganze um und ich schiebe sie hier dann noch mit rein. So. Und so sieht die dann erstmal aus. Eigentlich schon fertig, gell? Aber ich habe mir dann noch, jetzt schaue ich mal gerade, ich brauche meinen Block, den Dankestempel genommen. Ihr könnt auch einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und wozu ihr Lust habt oder welchen Grund ihr habt, um die zu verschenken. Das stempel ich mir hier noch drauf. Farbe wieder zu. Und den reinigen wir eben auch noch. Lassen das Ganze wieder trocknen und dann können wir hier, nehme ich meine Stanze, stanze das Ganze aus. Nehme mir dann wieder Klebepunkte. Ihr könnt es auch direkt drauf kleben mit Flüssigkleber. Macht so, wie ihr Lust habt. Alles, was ich mache, soll euch ja nur als Inspiration dienen. So. Und nochmal hier. Dann nehme ich mal eben die Karte und schaue, wo ich es diesmal hinmache. Ich überlege, ob ich das diesmal hier unten hin mache. Nein, ich mache es trotzdem wieder hier hin. So, und dann nehmen wir einfach wieder Glitzerpunkte und kleben die wieder nach Lust und Laune auf die Karte drauf. Ja, das reicht, glaube ich. Und schon ist sie fertig. Hier hatte ich eine Feder dran gemacht und hier habe ich ein bisschen mehr Grün dran. Und so sieht die im Endeffekt aus. Wie gesagt, wer Lust hat und so eine Vogelstempel hat, ihr habt bestimmt welche, oder ein Schmetterling, ihr könnt das Ganze auch noch kolorieren. Das sieht bestimmt auch ganz, ganz toll aus. Das ist wieder meine Idee. Ich hoffe, euch gefällt sie und ihr habt Spaß, das nachzubasteln. Also ihr Lieben, bis bald, eure Heidi. Ciao.